Moin, hier ist Heini und jetzt geht dann weiter. Wie schon angekündigt, wollte ich mal so eine kleine Talkrunde machen, wo wir einfach mal über Landwirtschaftssimulatoren reden, die ganzen Jahre, was sie getan hat, was sie nicht getan hat, was fehlt und was die Leute noch gerne hätten. Ne? Und da habe ich auch ein paar Gäste mit eingeladen und erstmal den Friesenharm. Hallo Harm. Moin. Den kennt ihr, der ist oft im Wasser drinnen, ne? Denn auf meine Map damals, genau. Dann kennt ihr noch den Friesenmichi. Hallo Michi. Ja, moin zusammen. Blue Eyes. Hallo Blue Jo. Eyes. Das ist der Moin. Micha. Und Karl. Ich sage immer Opa Charlie. Karl. Hallo Karl. Ja, moin zusammen. Ne? So, und wir wollen einfach ja so ein bisschen über die Landwirtschaftsspiele reden, was die ganzen Jahre rausgekommen ist. Nicht nur von Astragon, auch für die anderen UIG und Playway und was eben mit alles gibt's, ne? Und ich laufe jetzt so ein bisschen über meine Map, die ich selbst gebaut habe, die ich leider so ein bisschen vernachlässigt habe. Hier, die haben da irgendwie Malaria, das sieht so ganz komisch aus hier. Aber die ich selbst gebaut habe und jetzt für LS17 neu konvertieren möchte, ne? Und die ich dann trotzdem noch rausbringen möchte. Dann nicht, wenn er meint, wo lebt der Heini denn jetzt? Ich bin echt nur aus Friesland. Nee, das ist meine Map. Gut, und ich habe jetzt meine Map gebaut, weil mir das ein bisschen persönlich auf die Eier ging, die ganzen Jahre, dass sich eigentlich keine norddeutsche Map da irgendwie dran getraut hat, oder? Also jetzt, ich meinte von den ganzen Entwicklern wie Astragon, das sind immer so komische Maps. Was fand ich die ganzen Häuser nicht so toll, ne? Und darum habe ich jetzt die Map gebaut und hier 80% der Häuser selbst gemacht von den ganzen Bauernhöfe, wo man auch selbst durchfahren kann und sowas alles, ne? Und wie seht ihr das denn? Was habt ihr denn, oder wie seht ihr die ganzen Entwicklungen, die ganzen Jahre jetzt denn? Fangen wir mal mit, Harm, du bist aus Auch dem ich Wasser. wieder der Erste. Genau. Ja, also, da hat sich ja jetzt gewaltig was getan in den letzten Jahren mit den Landwirtschaftssimulatoren. Ich hatte ja nie gedacht, dass die mal so gut wären. Seit wann spielst du eigentlich? Seit Von Anfang an? 2013. Seit 2013. 2013, ja, durch ein kaputtes Knie bin ich da drauf gekommen. Ich war ja sonst immer, habe ich sonst eigentlich immer nur gespielt, ja. Früher habe ich immer viel Tomb Raider gespielt. Und da stand ich mal im Laden und habe da LS 13 gesehen. Und dachte, nimm's mal mit. Und probier's das mal aus. Ich konnte ja nicht laufen mit meinem Bein. Und so ging das los, ne? Dann habe ich mir das mal gezeigt, ja, dann ist der dazu gekommen und so weiter ging das dann. Ne? Und Michi ist auch dadurch auf dich da drauf gekommen, oder was? Ja. Ja, genau, richtig, genau. Er hat mich quasi dazu genötigt. Ja, okay. Und vorher habt ihr das gar nicht gespielt? Nö. Nee. Dann kennt ihr die ganzen anderen noch nicht, oder habt ihr die anderen schon mal angespielt, irgendwie aus Neugierde? Ne, die davor, die Version, die kenne ich nicht. Also ich kann nur ab 13. Ab 13. Ja, genau. Und Karl, du? Ja, ich bin nur den kaputten Kopf da rangekommen, ne? Waren alle schwer verletzt anscheinend. Ja, Dachschaden, ganz klarer Fall. Nein, ich hatte vom Therapeuten halt verschrieben gekriegt, ich sollte so ein bisschen Spiele machen. Ich hatte vorher mit Computer gar nichts an der Mütze. Und dann ging das los hier mit diesen, wie nennt sich das? Autos einparken, ausparken, das sind nur so diese Linien, weißt du, vor, zurück, rechts, links. Mhm. Und das war mir einfach irgendwann zu össerlich. So langweilig. Und dann sitze ich so im Kiosk morgens beim Käffchen, was so alte Leute so machen. Oh, und dann sehe ich in der Zeitschrift LS11 Vollversion. Ach, ich denke, scheißegal, nimmst du mal mit. Probieren kann man das ja mal. Ja, seitdem suchte ich das Ding, ne? Also das Ding. Der LS, das ist einfach für mich, weiß ich nicht. Da komme ich nie mehr vorweg. Cool. Ja, als alter Kraftfahrer. Ja. Und ja, genau. Und der Dieselknecht, ne? Dieselknecht. Und der Micha? Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich bin wirklich von Anfang an dabei. Also ich habe mit dem LS08 damals schon angefangen. Und ja, wir hatten kurz darauf angesprochen, wie die Entwicklung ist. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit im Livestream, hatte ich ja mal so 2 Stündchen mal den LS08 wieder rausgekramt, einfach um den mal zu zeigen. Weil viele Leute den ja gar nicht mehr kennen, wie das da gelaufen ist, was sich da wirklich alles, was der Anlass ist. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja, und wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Und zwar ging das damals, es gab damals einen anderen Simulator, den Namen möchte ich jetzt gar nicht nennen, und der war, ja, gelinde gesagt, grottenschlecht. Den Namen kannst du ruhig sagen, ist scheißegal.
Nee, den weiß ich glaube ich auch gar nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war ein Müllabfuhrsimulator oder irgendwie so einer von diesen üblichen Simulatoren damals, die viel versprochen haben. Und da habe ich halt in dem Forum, die hatten ein offizielles Forum, und da war ich ein bisschen mit zugange und habe da auch einen anderen, den ich jetzt gar nicht kannte, der hat auch so ein bisschen da Luft rausgelassen und ich auch, wir hatten dann auch unsere wilde Jugend, da hat man auch schon mal Luft rausgelassen. Und da habe ich bei dem dann einfach mal gelesen, guckt euch doch mal den LS an, Entwickler, die können das doch auch, warum könnt ihr das denn nicht? Und ich nur, LS, hast du irgendwie noch nie gehört, und Trägern ist man ja interessiert, man ist ja auf dem Dorf aufgewachsen. Ja, und dann habe ich mich da einfach mal schlau gemacht, ja, und da bin ich beim LS hängen geblieben. Und ich muss auch dazu sagen, weil du vorhin die Themenauswahl angesprochen hast, ich kann auch eigentlich wirklich nur mehr oder weniger Sinnvolles zum LS sagen, weil ich habe die ganzen anderen, das muss ich ganz ehrlich gestehen, gar nicht gespielt. Ach so, guck, ja, also dann fände die gar nicht. Pro Farm ist ja das DLC, also ich habe auch alle DLCs, aber diese Farm-Experte und Farm-Gigant, das habe ich offen gestanden nie gespielt. Man hat sich da vielleicht immer mal was angeguckt, aber ich habe eigentlich nie was anderes gebraucht, LS. Hat immer Spaß gemacht. Klar gibt es auch einige Punkte, die einen nerven. Das sagt man dann auch ganz offen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das Spiel nach wie vor absoluter Hammer. Yep. Und ich finde das super. Ja, ne? Was nervt euch denn? Also jetzt, okay, ihr könnt ja, also 2008 bist du damit angefangen und bis jetzt. Ja. Was hat sie dann am meisten getan und was nervt dich jetzt? Was dir ein bisschen auf die Eier geht? Sagst du, man, da kriegen die nicht gebacken, die Jungs. Wie kann das denn sein, ne? Ja, das sind oftmals so Kleinigkeiten. Also man kann den heutigen natürlich mit Achter vergleichen. Ich meine, jemand hat Besuche. Ich höre was im Hintergrund. Ja, ja, ist bei mir wieder. Ne? Achso, Opa Karl wieder, hat Besuche. Ja, ja. Okay. Ja, ja, also, die ganze Woche lass du nicht sehen. Ne? mal dasselbe. Okay, Micha, weiter. Wer den LS 8.0 oder 8 noch kennt, das war ja völlig andere Geschichte. Also damals war noch überhaupt nicht an Mods zu denken. Damals, sie hatten schon relativ schöne, für damalige Verhältnisse zwar schöne Fettmodelle, aber es gab eine Fruchtart, es gab also kein Mais, kein Raps, keine Gerste, es gab Weizen. Den konnte man ernten, aber man war denn ganz kurz? Entschuldigung, weil ich höre so viel im Hintergrund bei Opa Karl. Ja, ich muss das, glaube ich, hier beenden, das hat keinen Zweck. Weil das ist leider zu laut, das hört man leider. Ja. Ne? Ja. Ich bin da mal raus, das hat keinen Sinn. Tut mir leid. Ja, mir ne? auch. Weil das ist sonst zu laut, dann regen die Leute sich, das geht nicht. Alles klar. Bis später. Jo, wir hören uns. Tschüss. Jo, ciao. Ich hoffe, das war nicht unhöflich jetzt, aber das würde, dann versteht man einfach nichts mehr, ne? Seid ihr noch da? Seid ihr alle gegangen? Nee, das ist einfach zu laut, ey, ne? Ja, und wie gesagt, damals konnte man ja noch keine neuen Maschinen kaufen. Das heißt, es gab, wie gesagt, Grünland, also man konnte das Gras mähen und verkaufen und Weizen. Man konnte noch keine Maschinen kaufen, das Geld hat man irgendwo angespart. Aber man hat es damals schon gesuchtet wie sonst. Es war natürlich grafisch lange nicht auf dem Stand, wie das heute ist. Und wenn man sich das mal angeschaut hat, sieht man eigentlich ziemlich eindeutig, wie die Entwicklung jedes Mal vorangeschritten ist. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass wir mit dem LS17, wo jetzt ja schon einiges immer von zu sehen ist, wieder ein ganz, ganz neues Spielgefühl haben werden. Ja. Vor allem sind mal Schweine da, ne? Genau. Ja, ja. Was? Über Peter müssen wir jetzt nicht reden, oder? Habt ihr es ja auch alle mitgekriegt, aber das nur am Rande. Nein, was? Aber es ist ganz einfach, dass sich das ja, wie gesagt, wahnsinnig entwickelt hat. Ja, genau, was mich aber jetzt, ich habe ja die ganzen Spiele, ich war ja mal ein Simulationsfan, auch 2008 habe ich gespielt und so was alles, ne? Außer ich habe jetzt anderthalb Jahre Pause gemacht, weil ich kein Internet hatte. Aber ansonsten, aber was mich aber persönlich immer stört, ist, ich lege viel Wert so auf die Grafik und sowas alles, ne? Dass das nie irgendwie so eine richtige deutsche Map war oder dass das nicht so eine Map war, so wie jetzt, ich laufe ganz halt über meine Map, ne? Man sieht die Häuser, man sieht die Bauernhäuser, ich habe jetzt keine große Ahnung von Modden, ne? Aber ich habe das zack, 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 habe ich das hingeklatscht und das sieht vernünftig aus. Also ich habe auch so ein Online-Tagebuch gemacht, wo ich die ganzen Videos zeige, ne? Und das sieht toll aus, auch mit den ganzen Resonanzen, was ich da bekommen habe. Und dass die Entwickler nicht so eine Map machen, weil die können nicht von ausgehen, dass jeder jetzt irgendwie Mod einfügen kann oder irgendwie sowas. Mein Schwager zum Beispiel kann das komplett gar nicht. Da muss ich das immer mit Teamviewer machen. Und weil er gar nicht in der Lage ist. Und er ist nicht der Einzige in Deutschland oder weltweit, sondern es gibt genug davon. Und warum nicht von vornherein irgendwie mal so eine Map ist oder so eine Karte ist, was von vornherein so ein bisschen norddeutsch oder deutsch aussieht oder so, ne? Ja, und dann ärgert mich dann immer so ein bisschen. Kannst du was sagen? Ja, natürlich. Wie das mit diesen Maps ist, das
Problem oder der Hintergrund so ein bisschen jedenfalls spielt damit, ist ja ganz einfach, dass ich glaube, angefangen hat das ja im 13er, wo halt diese, wie hießen diese großen Schlepper, diese Case, Farm Tracks und solche Geschichten, und das ist ja dann weitergegangen, das ist ja dann auch im 17er kommen ja auch diese großen Geschichten. Und das Problem ist einfach, dass sie diese Maschinen halt reinbringen wollen, weil sie da eben Lizenzen für haben, die Möglichkeit haben. Und machen wir uns nichts vor, auf eine so schön norddeutsche Map sind, ihr wisst das, ich liebe das auch. Ja, aber da passt das natürlich eigentlich gar nicht so unbedingt hin. Es muss ja jetzt nicht unbedingt Norddeutschland, es kann ja auch irgendwo anders in Deutschland sein. Ja. Aber die ganzen Maps, die jetzt da sind, die im Spiel live, also die von Entwickler kommen, sind jetzt nicht irgendwie umwerfend, sondern die hoffen alle darauf, dass die Mods, die ganzen Modder meine ich jetzt, richtig schöne, geile Sachen machen und machen die ja wieder so, ne? Also Hut ab, was die ganzen Modder da machen, ne? Aber wie gesagt, die können ja nicht immer darauf, dass jeder sich damit auskennt. Und die haben ja auch schon so eine Map, wo die 2-3 Maps drin hatten, ne? Die haben ja auch schon so eine Polski-Map, oder was war das nochmal letztens? Losnovka. Ja, sowas. Warum haben die da nicht irgendwie so eine deutsche Map irgendwie einfach mal gemacht? Guck mal, Omsi zum Beispiel. Das sind die Häuser sehen auch top aus, muss ich sagen. Wenn ich da mit dem Bus lang fahre, dann geht mir jedes Mal einen ab. Dann sage ich, boah, ist halt fein hier, sieht toll aus. Warum machen die denn irgendwie so eine Map irgendwie so, ne? Das ist doch schnell gemacht jetzt. Also die Häuser meine ich jetzt, ne? Weil ich bin so ein Typ, ich lege immer viel Wert auf die Grafik, ne? Guck mal, dieses hier, dieses kleine Süße, das zeige ich jetzt mal eben, ne? Das habe ich auch gemacht. Und sowas zum Beispiel, das siehst du irgendwie gar nicht hier jetzt in einem Map oder was von Giants direkt kommt. Oder nicht nur von Giants, sondern von alle Entwickler. Ne? Alles, was ich kenne jetzt, ne? Hauen mich nicht vom Hocker, sondern die hoffen immer darauf, dass ein Modder kommt und, ne? Ja, aber wenn ich dazu ganz kurz eins, Giants ist und der Publisher, das sind nach wie vor Firmen. Und es ist immer, so hart das jetzt klingen mag, sie können es ja, wenn sie wollen, aber es ist eine Frage des Aufwands und des Ertrages. Ja. Weil sie wissen ja ganz genau, sie können sich da natürlich, die können das ja, machen wir uns ja nichts vor. Ich hasse das immer, wenn gesagt wird, die können das nicht, die können das schon. Natürlich können die das, das weiß ich auch. Variant hätten, aber die sagen sich auch, ja, die Standard-Maps, Hauptsache ist immer was dabei und schlecht. Ich würde mal sagen, die Sosnovka war jetzt wirklich, Standard-Maps waren bisher eigentlich immer, für meinen Geschmack auch, war nie irgendwas. Also die waren immer nicht doll. Erinnern wir uns an Hagenstedt, an ich weiß gar nicht, wie diese Maps diese skandinavischen Maps oder was das war jetzt, ne? Weil die genau wissen, die Modder bauen das. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen. Also klar, wäre LS lange nicht mehr da und nicht das, was es heute ist, ohne die Modder. Aber man darf auch ein klein bisschen, was meiner Meinung nach gerne vergessen wird, das Gegenteil nicht vergessen, dass die natürlich den Moddern das auch relativ einfach in Anführungsstrichen machen. Also sei es, dass du den Giants-Editor dazu kriegst, dass du die ganzen Skript-Dokus kriegst. Also andere Spiele machen sich da mit der Modding-Sache, jetzt nicht in Simulatoren, sondern allgemein, die sehen das nicht so offen. Da ist das Teil sogar verboten zu sagen, dass du darum modifizierst. Ja, klar haben die da auch Vorteile von, aber ich meine, sie sind ja nah an den Moddern dran. Guck dir an, also jetzt war die FarmCon, man konnte sich da ja jetzt die Videos kaufen, diese Vorträge, wenn man wollte, für 4,99 bei Giants, habe ich mir mal angeschaut. Und die ich weiß gar nicht, ich habe die Zahl vergessen, aber ein Großteil der Leute, die heute bei Giants beschäftigt sind, die haben sie aus der Community, aus der Modder-Szene hergeholt. Mhm. Ja, das heißt, die helfen sich ja auch gegenseitig und das ist schon auch ganz gut so. Ja, das ist richtig, aber trotzdem würde ich mir mal so eine deutsche Map wünschen, ne? Ja. Wie gesagt, man kann nicht immer, das meine ich ja damit jetzt, mein Schwager, und es gibt genug andere davon, die da keinen Plan von haben, ne? die einfach auch mal eine deutsche Map oder von mir aus eine Alpen-Map, ist mir scheißegal, aber eine deutsche Map irgendwie so, ne? Und die sind immer so, wie ich schon sagte, so komisch dann aus, sondern man kann nicht immer auf die Modder hoffen oder dass jeder da irgendwie so einen Mod einfügen kann. Der kann doch nicht mal so einen Mod entpacken. Echt nicht, das ist das nicht gelogen, ne? Und dann sucht er sich immer tot, wo ist denn, ne? Und da gibt's genug von, da gibt's wirklich genug von. Ey. Und ich rede jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht von Giants reden oder so die ganze Zeit. Nein, es gibt ja auch andere Filme, UEG oder VES von André und so was, alles da. Ist immer dasselbe. Also die Maps. Also das ist nie irgendwie was, wo man sagt, das ist aber Deutschland, sondern das ist irgendwie auf Planet X oder so. Ja, und sich da so eine Map von anderen Modder zu holen und sagen, hier, mach uns mal was. Oder gibt ja viele Firmen, die das machen, die freiberuflich da Leute einstellen, die für die arbeiten oder so. Mhm. Ja,
Ja, du musst das immer bedenken, bei sowas gibt es irgendwann immer irgendwelche Streitigkeiten. Also, ja. Das ist richtig, ne? Das ist richtig. Ne? Aber ich habe ja damals bei UEG gearbeitet, ich kenne ja die ganze Suppe da. Ne? Ja. Und das hat mich da innerlich auch mal geärgert, wie die denn manchmal so denken. Dann sage ich, boah, ey, die sollen mal im Spieler reindenken und nicht irgendwie so einfach so eine Map hinklatschen, die es gar nicht gibt oder so. Oh. Man muss ja, wie gesagt, mal nur ein bisschen real aussehen, ein bisschen. Die sollen ja nicht irgendwie eine Stadt nachbauen oder so wie Omsi, sondern... Da das einigermaßen real aussieht. Und das kann ich von den ganzen Maps komplett nicht sagen. Sag ich immer, die wollen mit wenig Aufwand, wollen die viel... ja, das ist richtig. Aber wenn die schon so einen komischen Villa da bauen oder sowas, oder so einen komischen Startbauernhof, ne? Ja. Guck mal, ich alleine, der keine Ahnung hat, habe so einen Bauernhof, glaube ich, in 1-2 Tage gemacht oder sowas. Das sind Profis. Genau, wo du durchfahren kannst, finde ich super, ne? Das sind Profis, die machen dann in 2-3 Stunden oder so. Und das ist nicht gelogen, das ist wirklich so, ne? Ja, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung von. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Ne? Ich wollte das ja immer mal mir so ein Map-Rolling besorgen. Ich habe ja mal auf SketchUp so ein Video gemacht, wo ich diese Tankstelle gemacht habe, ne? Mhm. Habe ich ja erklärt, wie das da geht und sowas alles. Stimmt, mit SketchUp, ja. Ne? Und guck mal, das habe ich in diesem Video gemacht. Was meinst du, wenn das ein Profi macht, der das jeden Tag macht, der rotzt das Ding dahin. Also da sollen die nicht ankommen, das kostet Geld oder irgendwie so. Aber wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Giants, ich will auch Giants nicht schlecht machen oder Landwirtschaftssimulator, und ich spiele ja selbst, finde ich ja selbst geil, ne? Aber ich meine generell alle Endspieleentwickler. Ne? Außer Omsi, die machen halt ja vernünftig. Ist so. Wenn ich oder jetzt auch mittlerweile Fernbus-Simulator, ich finde die Grafik super. Weil wenn ich in Wilhelmshaven losfahre und ich fahre hier Richtung Bremen, wenn ich mal ankommen sollte, ne? Ich finde das toll, muss ich sagen. Es geht. Natürlich geht's. Und wie gesagt, nochmal, ich will jetzt auch nicht auf Giants festhacken oder was weiß ich. Sie können es ja auch, aber das Problem ist immer, sie müssen es ja nicht. So hart das jetzt klingt. Sie ja, ich weiß. Mehr Aufwand betreiben, ja. Weil sie genau wissen, dass die Modding-Community halt wahnsinnig groß ist und da quasi nur drauf wartet und dass sie die Dinger hinmachen. Mhm. Ja, es ist geschäftlich heutzutage. Die müssen eben auch, und das kann man ja nicht vorwerfen, es ist eine Firma, die wollen natürlich Geld verdienen. Ne? Und deswegen auch immer dieses DLC und ja, die wollen halt Geld verdienen. Das ist klar, würde ich nicht anders machen mit DLCs und so weiter, das ist klar. Ne? Aber ich wäre ein guter Chef. Ich hätte gesagt, Mensch, bauen wir eine norddeutsche Map. Ja. Ne? Mal abwarten, ich hätte ja nie erwartet, dass das jetzt so rauskommt, was sie jetzt machen. Ich bin mal auf die neue Map. Okay, das ist auch wieder ein Ami-Map, wo ich sage, okay, da hoffe ich jetzt, darum will ich ja auch meine LS, diese Map, wo ich die ganze Zeit rumlaufe, in LS17 konvertieren, dass ich da hinkriege. Und ich will hoffen, dass das klappt, dass es endlich mal rauskommt. Kannst du das denn jetzt schon so konvertieren? Geht das schon? Keine Ahnung. Es gibt Videos, der da zeigt, wie das geht, aber ich habe so wenig Zeit, weil wir ein Haus gekauft haben oder weil ich am Arbeiten bin. Da brauche ich garantiert irgendwie von irgendwie so einem Fachonkel Hilfe, sonst kriege ich es nicht hin. Ne? Ja, das ist die Tankstelle, was ich gerade gemeint habe. Da stellen wir dann mal Verbindungen her. Ne, genau. Hier, das ist jetzt die Tankstelle, was ich gerade gemeint habe. Der sieht natürlich jetzt nicht perfekt aus, aber so war es damals bei uns im Ort, sah genauso aus. Das war Enninger. Ne? Viele kennen die wahrscheinlich noch. Ich weiß gar nicht, wo die Tanksäulen geblieben sind. Hallo, wo seid ihr? Hat jemand geklaut, ey? Und so sah die damals aus und die habe ich kurzfristig in so ein 30-Minuten-Video, glaube ich, gemacht oder so was alles. Ne? Und das geht, das ist jetzt nicht so, dass man sich den Ast rausbricht oder so. Ne? Michi, was sagst du denn dazu? Ja, das Einzige, was mich an und für sich bei Alice stört, ist der Multiplayer. Ne? Das ist kein fließendes Spiel drin ist. Durch dieses ganze Springe und Gehopse. Meinst du, hakt das immer oder was? Ja, genau. Echt, das kenne ich gar nicht jetzt. Nee, das ist ja auch, das hängt ja dann nicht von Giants, das liegt ja dann am Server oder am Multiplayer, ne? Also das kenne ich gar nicht. Wo das alles super läuft. Ich habe oft Multiplayer gespielt und das habe ich noch nie gehabt, dass was gehakt hat. Seitdem ich am Bierchen getrunken habe, mein Kopf was gehakt, aber. das kenne ich jetzt gar nicht. Habe ich das erste Mal gehört? Wir haben ja neulich gespielt, da hat auch nichts geruckelt. Ne? Oder? Ach ja, wo wir Ding auf. Uwe Arnsfelde aufgenommen genau, haben. Genau, ja. Ich vergesse den Namen immer. Also, ja. genau, Arnsfelde wollte ich auch nochmal vorstellen. Ne? Was wünscht ihr euch denn in Zukunft? Wie gesagt, nicht von Giants, das ist ja kein Giants-Talkshow, sondern generell in zukünftigen Simulationen. Jetzt kommt ja demnächst von Techland auch ein Farming-Simulator. Das heißt, wie hieß das nochmal? Oder wisst ihr das noch gar nicht? Ich weiß, es ist von den Dying Light-Entwicklern, ne? Genau, das ist dann. Komm jetzt auch nicht auf den Namen. Wo auch dein Auto kaputt geht und so alles, musst du alles reparieren. Und wie hieß das denn nochmal? Farming, Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Doch, das kommt jetzt auch neu raus, ne? Und,
Ach, wie hieß das denn jetzt nochmal? Pro, nee, Pro nicht, sondern es gibt mittlerweile so viele Landwirtschaftssimulatoren. Was wünscht ihr euch denn in Zukunft eigentlich für so einen Landwirtschaftssimulator? Was kommen soll oder was rein soll? Oder wie gesagt, ich lege, also Maschinen. Jeder sagt, boah, geile Maschine oder die Maschine ist neu oder neuer Fan. Und ich finde, es gibt 1 Milliarde Maschinen oder so. Also ich finde, die sollen wir lieber Zeit in Objekte investieren. Wie ja, Häuser, ja. Mühlen, richtig. Brücken. Ich habe da hinten so, hier meine schöne süße Brücke. Ich laufe mal querfeld ein. Ich tue mal so, als wenn ich ein Jäger bin. So eine Feenbrücke. Habe ich noch nie groß irgendwie groß gesehen. Habe ich auch eben schnell hingekotzt. Ne? Und das sieht toll aus. Yippie! Und ich bin erst gleich da. Ich bin gleich da. So eine Feen. Ah, da ist die Feenbrücke. Da hinten war ein Baum. Ne, ich habe 2. Und hier, es gibt so viele Modder, die so geile Sachen modden, und es gibt so viele Maschinen, ne? Und denn sind die Entwickler da, die protzen immer mit neuen Maschinen oder da ist wieder einen neuen Fan drin und so weiter und so fort, ne? Wo ich sage, boah, ich für mich jetzt, ich spreche das nur für mich, ne? Würde viel, viel mehr lieber, wie gesagt, in eine Kirche, einen neuen Glockenturm oder keine Ahnung was, ey, das vernünftig aussieht. Weil Maschinen, da hauen die Modder so geile Sachen hin, ne? Aber auch da muss ich sagen, habe ich ein bisschen widersprochen, weil da hoffe ich auf die Modder, ne? Nein, ist ja auch in Ordnung. Was ich mir wünschte jetzt speziell wieder für einen Farming-Simulator wäre, dass vielleicht in Zukunft mal irgendwann diese Hürde, wir müssen auf die Performance achten, dass das irgendwann vielleicht mal ein bisschen runtergeht. Ich meine, ich weiß, die müssen das machen aus speziellen Gründen, die haben sich auf der FarmCon dazu ja geäußert. Aber man muss auch mal bedenken, dass heutzutage kaum noch einer mit dem C64, sage ich jetzt mal überspitzt, LS spielen will. Also heutzutage haben die Leute schon, selbst ja, im jüngsten Alter schon irgendwelche, ja, ich will jetzt nicht sagen NASA-Rechner oder was weiß ich. Und da wäre es halt ganz schön, wenn man da irgendwann mal sagen würde, da achtet man vielleicht nicht mehr ganz so drauf, dass man das immer ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, das wäre so ein großer Wunsch. Und über den KI-Verkehr, aber darüber brauchen wir nicht reden, da habe ich mich schon genug drüber ausgelassen. Die haben mich gerade zufällig platt gemäht, ne? Was meinst du mit KI-Verkehr genau? Den KI-Verkehr finde ich jetzt gerade speziell in LS15 finde ich das widerlichste. Also es geht schon mal bei Kleinigkeiten los, dass keiner ein Kennzeichen hat. Ja. Ja, das verstehe ich nicht, das kann nicht so schwierig sein. Und selbst wenn es immer das gleiche Kennzeichen wäre, das würde ganz einfach für die Umgebung dazu beitragen, wenn dann Kennzeichen dran wäre. Aber das ist, Entschuldigung, darf ich unterbrechen, aber das ist genau das, was ich meinte. Das hat was mit grafisch zu tun, ne? Dass das ein bisschen real aussieht. Das meine ich damit auch, ne? Dass du so Kleinigkeiten nehmen. Dann fährt der KI-Verkehr jetzt, ich will übertreiben, 30, 40, also wenn du nicht dran rumfuhrwerkst, und das soll sich ja auch im nächsten nicht ändern, dann sind die Dinger mittlerweile Beton. Ich habe mal ein Video gesehen von, ich glaube, das war auch beim Farm-Experten oder irgendeiner von den anderen, da war genau das Gegenteil, da waren die Autos so leicht, die konntest du irgendwie zu Fuß wegschieben, und beim LS15, wenn ein KI-Verkehr in deinem Schlepper hängt, den kriegst du nicht mehr weg. Der ist Beton, Blei, Stahl, Eisen. Ja, stimmt, weil du davor fest, die bleiben stehen, ne? Ja, und das finde ich ganz einfach nervig. Und das, der fährt halt auch wie, ne, also dass ich dann echt schon so weit bin, dass ich gesagt habe, ich schalte den teilweise aus. Was ich schade finde, weil ich finde, so ein KI-Verkehr trägt unheimlich zur Map bei. Und ich brauche mir nur mal den Euro-Truck-Simulator anzugucken. Da läuft auch nicht alles rund, aber da ist der KI-Verkehr. Ich weiß nicht, wer von euch Euro-Truck-Simulator noch spielt. Ich denke mal alle. Da ist der KI-Verkehr wesentlich besser. Auch ohne Mods, klar, kann man sich da auch Traffic-Pakete runterladen und da reinpacken, habe ich auch. Aber schon mal vom Werk aus, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist der KI-Verkehr besser. Der fährt intelligenter, auch wenn es manchmal kracht, na klar. Aber bleibst du stehen, fährt er irgendwann an dir vorbei, guckt dich sogar mal an und solche Sachen. Da geht's ja auch. Das heißt, gehen tut's ja irgendwie. Und so wie der KI-Verkehr jetzt ist und wie er ja womöglich auch im 17er bleiben soll, finde ich das unglaublich. Es kann doch nicht sein, dass er 30 fährt. Angepasst auf Standardmaschinen in Größe von, was weiß ich was, mit einem kleinen Bührer, da macht das super sein. Ja, aber man muss ja auch beim LS dran denken, dass der Spieler sich irgendwann weiterentwickelt und irgendwann vielleicht auch mal einen großen Deutz fährt oder einen großen Jorland, um jetzt nur mal bei Standardmaschinen zu bleiben. Mhm. Und da hast du beim KI-Verkehr ja verloren. Also bei 80 km/h sind wir jetzt schon mit dem Iveco da schon. Ja, ich rede jetzt mal nur von Standardmaschinen. Ja, das Mods jetzt mal völlig außen vor. Ja. Aber wenn ich da einen großen New Holland oder einen großen Deutz oder einen großen Case oder wie sie alle heißen, hast du bei diesem KI-Verkehr schon die A-Punkt-Karte gezogen und dann bringt es irgendwann keinen Spaß mehr, wenn dir dich ständig, der hält auch nicht an. Ja, wenn ich beim ETS irgendwie unvorschriftsmäßig über die Gegenfahrbahn drehe oder was weiß ich, dann hält der KI-Verkehr auch an. Ja, ja, beim LS fährt er dir erstmal rein, bevor er dann vielleicht mal irgendwann anhält. Weil die Kollisionsboxen dann komisch sind, was weiß ich. Also das ist ein großer,
großer Störpunkt für mich am LS, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mit fast allem gut leben und es wird auch weiterhin mein Lieblingsspiel bleiben. Ich werde es auch immer spielen und ich werde mir auch weiterhin jedes einzelne DLC kaufen, wie ich das schon immer gemacht habe. Aber dieser KI-Verkehr ist ein Punkt, der mir wahnsinnig sauer aufstößt. Weil ich es eigentlich auch, ich habe da auch nicht viel Ahnung von, für keinen großen Aufwand halte. Punkt! Ja, genau. Nein, ist so, ne? Also da hast du auch echt wenn teilweise recht. Wenn die noch etwas bessere Maps kriegen, dann jo. Ne? Michi. Yeah. Du bist so ruhig, du lebst aber noch, ne? Ich leb noch, ja. Sehr schön. liegst du dann... Was hängt hier denn in der Luft, ey? Oha. Legst du dann auch Wert ein bisschen auf die Grafik oder mehr, bist du mehr so, die Maschinen müssen stimmen? Nee, natürlich. Also wenn du mich, meinst du mich oder Michi? Michi. Also das sollte schon zusammenpassen, ne? Grafik und Maschinen und das muss schon alles eine Einheit sein, sag ich mal, ne? Was nützt dir die beste Maschine und die ganze Grafik in der Tonne kloppen, ne? Also von der Map meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Und Harm, was sagst du? Ja, Ido, genauso. Genauso. Und was würdet ihr jetzt in 2017 wünschen, was ihr noch nicht wisst, was kommt eventuell? Oder haben die schon alles offengelegt, was in 2017 kommen soll? Ja, ich glaube, an Geräten, da könnte man ja eigentlich jetzt so nicht mosern. Ne? Eben halt eben die Maps ein bisschen, ja. Ich finde immer, die Maps, die Felder sehen immer so rechteckig aus und so. Und sowas kann ich ja gar nicht haben, ne? Also... Genau. Das ging die Meinung aber auch auseinander. Es gibt auch viele, inklusive auch mir selber, ich finde das manchmal gar nicht so störend. Muss ich ganz ehrlich ja, viele sagen. Ist immer so, das ist immer so wegen der Helfer-Problem. Die hätten es wahrscheinlich rund gemacht, aber dann mit den Helfer, ne? Dann hätten Helfer so ein bisschen Probleme, da diese Kreise zu fahren. Also wenn es so einen kleinen Bogen hat. Was die meisten ja wollen, das sieht man ja immer, wenn die große Maps haben, da sind die Felder rund und dann als erstes werden die wieder eckig gemacht. Mit der Seemaschine und Gras und dann... Genau, da fängt es an. Aber wie gesagt, im realen Leben sind ja auch irgendwo eckige Felder, ne? Runde Felder meine ich jetzt hier. Ja, ne? Aber ne, wir reden jetzt auch mal weiterhin ohne Mods und Skripte. Das heißt, du hast kein Autocombine, du arbeitest vielleicht nur mit dem Standardhelfer. Der soll besser werden im LS17. Warten wir mal ab. Ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der soll ja wesentlich besser werden. Was soll besser werden, Entschuldigung? Der Helfer. Der Helfer, ja, bin ich mal gespannt, ne? Und also. Aber da hast du auf dem runden dreieckigen Keilfeld natürlich im Singleplayer bist du verloren. Ja. Ja, ja, dann hast du Arschkarte, ne? Also so wie ich das gehört habe, soll der neue Helfer Hindernisse besser erkennen und dann die Hindernisse umfahren. Ja. Ja. Was meint ihr denn in den nächsten komplett, wenn ihr jetzt das sind, sagen wir mal, 2008 bis jetzt, ne, ein paar Jährchen sind natürlich hin und her. Was kommt in der Zukunft noch an Landwirtschaftssimulationen oder wie ändert sich das noch alles? Was schätzt ihr? Also ja, jetzt, sagen wir mal Landwirtschaft 2019, die machen ja fast immer 2 Jahre Schritten, ne? Ja. Was denkt ihr, was kommt 2019? Wo geht dieser ganze Weg hin, ne? Vor allem auch mit diesen VR-Brillen. Vielleicht ist da ja irgendwie was, ne? Ja. Dass du wirklich mit VR-Brille rumläufst und dann irgendwie, ne? Im Stroh rumknatterst. Bitte was? Was man noch machen könnte, ist die Bedienung der Traktoren von innen und so, ne? Dass man da mehr Möglichkeiten hat vielleicht. Mhm. So wie bei Flugsimulatoren auch, ne? Genau. Aber gibt's da nicht schon Mods, die das irgendwie schon alles ein bisschen bedienen können? Ja, so Türen und Fenster und so gibt's ja. Das ne? gibt's also, schon, ne? Genau. Das ist ja alles schon, ne? Aber so die kleinen Tasten und so. Ist ja auch schon bei vielen Mods gibt's das schon. Ist aber natürlich. So bei Standardgeräten ja noch nicht so. Aber vielleicht kommen wir mit dem neuen ganzen Lenkrad, was Giants rausgebracht hat, ne? Ich glaube, wer hat das von euch eigentlich, diesen Giants-Lenkrad? Also ich nicht. Nee. Karl hat das, ne? Karl hat's mal gehabt, aber der hat's doch ziemlich enttäuscht wieder abgegeben. Echt? Hat er doch nicht mehr? Ja, weil es irgendwie kaputt gegangen ist, soweit ich weiß. Und dann wollten sie das nicht, er wollte das ersetzt haben und dann gab's keins mehr oder Amazon so, ne? Noch 5 Stück auf Lager und dann machen die das nicht mehr und das war wohl ein Heidenzirkus. Aha, das wusste, habe ich gar nichts von gehört, ey. Och, arme Karl, das tut mir leid. Und so toll war das Lenkrad gar nicht und viel zu überteuert war das vor allen Dingen. Über 100 Euro hat es gekostet, ne? Ja. Genau, das können sie noch machen, die Preise ein bisschen anständig halten, aber... Genau. Ja, das nutzen ja alle Anbieter aus. Wenn ich denke, was ich für mein Lenkrad bezahlt habe und wie die mit den Preisen hochgegangen sind. Ja, ne? Ist schon heavy, oder? So, meine Lieben, ich würde jetzt mal sagen, ja, das war unsere kleine Talkrunde. Da haben wir so ein bisschen, was uns aufregt, was uns nicht aufregt, was toll ist, was nicht toll ist, ne?
Und meine Lieben, ihr könnt gerne, alle drei haben sie einen YouTube-Kanal, ich natürlich auch, ne, da wo ihr gerade draußen das Video guckt, der war gut. Aber ansonsten hat Blue Eyes, hat einen YouTube-Kanal, ist auch schon bei 1 Million oder so. Nee, knapp. Knapp, ja, aber der hat auch schon ein paar tausend, könnt gerne seinen YouTube-Kanal benutzen, besuchen, genau, von Friesenharm. Und Friesen Michi, die haben auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal Hallo und eventuell ein Abo dalassen und... Sympathische Jungs, macht Spaß damit zu schnacken und ich denke mal, dass das nicht die letzte Talkrunde war, dass wir eventuell irgendwie sowas mal wieder machen oder sowas, alles in Themen, wenn wir uns ja aussuchen. Und ich sage an euch recht herzlichen Dank. Jo, bitteschön. Ja, schönen und? Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, ich wäre gerne wieder dabei, wenn wieder was kommt. Kommt bestimmt. Ich danke auch die ganzen Zuschauer. Wenn ich zu viel Scheiße gelabert habe, ne, einfach Ton weg, einfach das Bild genießen. Und exakt. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.